Hallihallo, schönen guten Tag. Erster Tourblock der Tour. Wir sind in Saarbrücken. Und was zeige ich euch jetzt alles? Tür ist schon offen. Hier, das ist erstmal mein Backstage-Raum. Man muss ja, eigentlich zeigt man ja immer wieder das Gleiche, aber nur in der neuen Verpackung. So, hier ist mein Räumle. Hier ist mein Täschle mit diversen Elementen, zum Beispiel Rasierer und so weiter. Erster Tour-Date, jetzt gucken wir mal, wie das alles wird. Ich führe euch einmal kurz in die Location, wir können einmal kurz hier hinten in den Catering-Raum gehen. Das ist übrigens Nairobi wieder. Hey, Nairobi? Farm hat noch einen Gastgeschenk mitgebracht, Alter. Iranische links Zahnstocher. Unser Tourmanager Adnan ist auch da und ich habe euch ja was über sein Markenzeichen erzählt. Film ihn. Da ist es. Aber es ist alkoholfrei. Das betont er nie. Es spielt keine Rolle. Das Weizen ist immer mit im Game. Guck mal, wer hier ist. Das ist Jonny. Komm, wir zeigen noch die Battle MCs auf dem Video, Alter. Das ist für unseren Tourblock. Cool, Alter. Ja, Jonny, wo sind wir? Wir sind. Mach mal jetzt den Host. Wir sind jetzt hier in Saarbrücken, wir haben hier Cool Savage und verdammt nochmal so viele geile Support-Acts. Ihr solltet auf jeden Fall mich nicht auf diesen Modus stellen, weil dann geht's, dann rattert's los. Also, ich sag euch, wir haben hier drei richtig geile, hungrige Battle-MCs am Start, ja. Richtig dumme Titel. Die heißt, der eine heißt Pille, der andere heißt Greg und der andere heißt, warte mal, ich muss mal auf mein Zelt gucken. Pille Greg. Nick Zick. Und wenn die dich jetzt sehen, das ist unser Ablaufplan. Running Order, Soundcheck haben wir hinter uns, Soundcheck Support haben wir hinter uns, Dinner haben wir hinter uns, Doors 18:30 und dann Schnick Schnack, Montes, Battle, Lars, Architekt, Battle, Finale und Savas. Und wir haben zwischendrin haben wir auch noch Überraschungen, Alter. Das sind die Leute, die hier antreten, das ist für unseren Tourblock, der erste Tourblock. Seid ihr ein bisschen aufgeregt, Alter? Ja, aber positiv so, also ich hab Bock auf. Wer es glaubt, wird selig. Zu viele Menschen sind behindert. Ey, warum lasst ihr den auftreten, Ben? Wollt ihr echt so eine schlechte Scheiß-Rap-technische Zukunft für eure Kinder? Ich zeig euch noch kurz unser, wie nennt man das, unser Backdrop. Das hat Slider aus Dresden gemacht. Slider von der Bandit Crew. Warum rappst du? Für die, die ein bisschen was über HIP, HUP wissen, das ist abgeleitet von dem Wildstyle Piece, dem berühmten Wildstyle Piece, vor dem das Bild kennt eigentlich jeder. Googelt einfach Wildstyle, dann seht ihr, das Fab Five Freddy steht davor. Und ich habe es leider darüber geredet, ich meinte, kannst du es im Wildstyle-Style machen? Und er hat es gemacht, Alter. Das Herzstück der Tour quasi, was niemals fehlen darf, ist der Merchandise-Stand. Weil hier können die Fans, Supporter etc. hinkommen. Und weil ich es nach der Show meistens nicht schaffe, runterzukommen, weil ich einfach schnell krank werde. Ich bin wirklich tatsächlich, bei mir ist es so, weil ich so verschwitzt bin dann, ich schwitze eine Stunde nach und wenn ich hier stehe und schwitze, werde ich direkt krank. Daher, ich muss Bademantel anziehen, beziehungsweise duschen, Bademantel und mich dann einfach in den Bus setzen und einfach runterkommen und klarkommen. Und ich meine, bei zwei Stunden, wenn man rappt wie so ein Geistesgestörter, dann bleibt einem nichts anderes übrig. Deswegen signiere ich schon Sachen vor meistens. Das heißt, für die Leute, die daran interessiert sind, irgendwie auf so etwas zuzugreifen, ein signiertes Poster oder eine signierte CD oder was auch immer. Wir haben hier sogar noch, ich hatte noch einen Restbestand quasi an Das ist OR Maxis, die ich jetzt noch gefunden habe im Office. Und ich habe gesagt, ich nehme die auf jeden Fall mit. Neue Motive sind hier. Hier seht ihr zum Beispiel ein T-Shirt-Motiv. Noch eins, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr dann auch, dass mein Name in diesem Baum verewigt ist und so weiter. Das sind alles geheime Botschaften, Alter. Aber nicht der hier, sondern eine andere Art von Botschaft. Kannst du meinen Anwalt? Goodbye. Guck mal, was du an Kontakten zu morgen hast. Hallo? Ja? Ich hab sie nicht angerufen. Cool! Cool! Tosch! Ja? Er ist wieder von vorhin. Also, warte mal. Ist für mich? Ja? Du, das ist voll scheiße jetzt, weil wir sind auch kurz vor der Show. Ich weiß einfach gar nicht, wie ich das hinkriegen soll.
Muss das jetzt sein? Fuck, ey. Das ist ein Kollege, der will sich eine Sonnenbrille leihen, Alter. Ich hab aber nur die John Lennon Nickel-Version, Alter. Geht auch? Ja, okay, warte, dann frage ich kurz Dings. Adnan, ich muss ganz kurz nach Berlin, Alter. Warte, ich geh mal ganz kurz nachfragen. Es ist aber kein Nazi-Parole, wenn das nicht Spaß für die Brüder. Ich will diese ganze Welt zerstören! Okay, zeig mal dein Tattoo, bitte. Alles schön. Das ist jetzt Tattoo-Blog aus Saarbrücken. Ihr habt ein paar Einblicke bekommen, wie es hinter den Kulissen aussieht quasi und auch ein paar kleine Szenen von der Show gesehen. Und das werden wir jetzt jeden Tag wiederholen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir fahren jetzt weiter nach Heidelberg und schauen mal, was in einer der Geburtsstätten von Deutschland, was da auf uns wartet. Peace.